So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stronghold, beziehungsweise einer weiteren Karteneditor-Mission. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe das jetzt ein paar Wochen aufgeschoben, anstatt es zu Ende zu bringen. Einfach weil die Karte per se eigentlich fertig ist. Und optisch bin ich, wie gesagt, damit mehr als zufrieden. Ich finde die immer noch richtig geil. Und als ich nochmal in die Aufnahme reingeguckt hatte, um zu gucken, wie jetzt tatsächlich nochmal aussah, ey, ganz ehrlich, die ist echt cool. Also ich bin da mehr als zufrieden mit. Mein Problem dabei ist nur, die Einstellungen, die jetzt noch fehlen, sind halt die Angriffe, Sieg- und Verlustbedingungen und dann nochmal die Bäume reinklatschen. Aber da gibt es halt mehrere Probleme und das sind die Sachen, die mich daran ein bisschen stören. Und zwar sind das die Limitierungen und die nicht so ganz funktionierenden Einstellungen des Systems selber. Damit meine ich halt, wie gesagt, sowas wie zum Beispiel halt diese Invasionen, die nicht ganz vernünftig funktioniert haben und so. Das war alles irgendwie komisch. Bin ich ehrlich. Und naja, weiß ich nicht. Also, kein Fan auf der Karte wäre dann ein Sieg. Das ist schon mal cool. Beziehungsweise ist das halt auch eigentlich eher ein bisschen mittelmäßig gut, weil so müssten wir halt auch die Angriffe komplett zurückschlagen, aber das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Viel cooler finde ich, wenn man einstellen könnte, dass halt alle vier Lords sterben müssen. Aber wie gesagt, das kann man halt nicht einstellen, man kann nur sagen, der gegnerische Burgherr ist tot, aber nicht alle gegnerischen Burgherren sind tot. Man kann halt nur sagen, okay, jo, alle Gegner sind weg oder der gegnerische Burgherr ist tot. Ja, ne, das sind so solche Sachen, die ich meinte mit Limits. Du kannst ja halt nicht alles so einstellen, wie du möchtest, aber es gibt schon viele Einstellungen. Ja, das möchte ich mal sagen, das ist schon mal cool. Das wäre auf jeden Fall ja, wie gesagt, die Siegbedingungen. Verlustbedingungen können wir auch mal eben einstellen. Da können wir sagen, es ist egal ab wann. Warte, können wir hier sagen, Aktionen wäre dann natürlich eine Niederlage, ist logisch, wenn wir, der Burgherr ist tot. Ja, wenn der Burgherr tot ist, dann RIP, ne? Beziehungsweise, hä? Ich kann sagen, der Burgherr vom Wolf ist tot, dann haben wir verloren. Okay, gut, wahrscheinlich werden wir es als Verbündeten irgendwie Dings. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall beliebiger. So, weil wenn mein Burgherr tot, dann verloren. Nicht, dass er jetzt macht, dass wenn es ein gegnerischer stirbt, das wäre ja total Schwachsinn, ne? Aber dafür ist ja das hier. Oder war das falsch rum? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal, müssen wir dann halt testen. Ich meine, können wir jetzt auch sofort testen, theoretisch. Und speichern. Können wir eigentlich eben ganz kurz testen gehen. Forfausfiestem? Was für ein Name? Einmal kurz Maximalgeschwindigkeit, natürlich, klar. Und du kannst mal ganz kurz angreifen gehen. Mein Dude. Eure Beliebtheit sinkt. Ach, wen interessiert denn die Beliebtheit? Eine Botschaft der Ratte. Narr! Bald werdet ihr es bereuen, euch in Angelegenheiten eingemischt zu haben, die euch nichts angehen. So, komm, die geht jetzt wegschnitzeln. Man rückt dem Lord zu Leibe. So, erster Turm leer. Eine Botschaft der Schlange. Ihr schon wieder. Ganz schön ausdauernd, muss ich sagen. Oh nein, wir werden sterben. Oh nein, tot. Der Lord wurde ermordet. Niederlage, das ist gut. Das funktioniert. Sehr schön. Hoffen wir nur, dass es auch funktioniert, wenn ein gegnerischer Burgherr stirbt, weil das wäre mich sonst sehr dämlich. Aber das müssten wir testen, indem wir einfach eben ganz kurz hingehen. Zur Karte gehen. Aber jetzt gibt's das Problem. Kann ich das eigentlich mir jetzt einfach Einheiten geben? Oder gibt's jetzt auch ein Limit dann für? Weil es für mich auch so ein Gedanke, der mir gekommen ist beim Schneiden dann, der vorherigen Folgen, wenn ich jetzt hingehe und keine gegnerischen Sachen mehr platzieren kann, kann ich dann überhaupt in der Runde selber eigene Truppen herstellen? Oder gibt es dann auch eine Meldung mit, es ist kein Einheitenplatz auf der Karte verfügbar, mein Lord? Das wäre mich ziemlich ärgerlich, bin ich ehrlich. Aber wir gehen einfach mal hin und machen Pikiniere. Okay, es geht also nur um die maximale Anzahl der Bevölkerung, der Gebäude, nicht der Bevölkerung, ne? Das ist gut zu wissen, ist nämlich auch wichtig. In Ordnung. Ja, 71 sollte reichen, ne? So, wir machen mal ganz kurz, einen Test dahinter. Und speichern. Und speichern. Eure Lordschaft?
Dann, meine Freunde, rein da. Vorwärts, Pikiniere! Lol. Eure Beliebtheit sinkt zu Diensten. Uns entgeht. Ach so, weil die Mauern dahinter sind. Ah ja, ich verstehe. Ich wollte gerade schon sagen, sie können das nicht angreifen. Bald werdet ihr es bereuen, euch in Angelegenheiten eingemischt zu haben, die euch nichts angehen. Eure Lordschaft? Das macht natürlich Sinn. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Eine Botschaft der Schlange. Hier schon wieder. Ganz schön ausdauernd, muss ich sagen. Zu Diensten. Los, killen. Auf dem Weg. Schultert die Waffen. Okay, die können da gar nicht rein. Interessant. Aber gern. Von der Pike aufgelernt. Eine Botschaft des Schweins. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. So, rein. Nicht unten hinstellen, ihr sollt ihn eigentlich schon töten gehen. Gefasst euch ein Herz, ein harter Kampf. Irgendwie laufen die nicht vernünftig. Wir haben die Burg eingenommen, meine. Eine Botschaft des Wolfs. Wir erreichen eure ewigen Einmischungen. Diesmal werdet ihr sterben. Okay, das dachte ich mir schon, dass das passiert. Wenigstens haben wir nicht verloren. Das ist schon mal, wie gesagt, ein Punkt, der gut ist. Das heißt also, der erste Punkt, der funktioniert schon mal. Lol, die Tiere. Guckt euch die Tiere, wie weit die gelaufen sind. Mein Gott. Und laden. Also, gut zu wissen. Das heißt also, es gilt nur, wenn unser Burgherr stirbt. Das ist schon mal wichtig. Da müssen wir hingehen und gucken, dass wenn wir, ach guck mal, die Lage ist sogar jetzt automatisch oben. Das finde ich gut, dass das eingestellt ist. Achso, klar, wegen der Zeit. Ja, ich bin ja auch doof. Sorry. Okay, auf jeden Fall, ja, die Invasion machen wir nochmal ganz kurz weg, ganz ehrlich. Das war kompletter Quatsch, wenn ich ehrlich bin. Das war auch ein bisschen zum Rumprobieren. Hätte ich auch mal alles angucken müssen. Jetzt habe ich auch hier vergessen, dass ich da manche Sachen doppelt und dreifach hatte. Das muss ich nochmal neu testen. Ich weiß nicht, wie das genau ging. Achso, ja, du kannst gerne dann... Hallo? Okay. So. Also Sieg und Niederlage, dann stellen sich erstmal alle vor. In so ein paar Monatsrhythmen. Und dann würde ich gerne noch eine Sache einstellen, die auch ab sofort gilt. Und zwar, wenn der gegnerische Burgherr stirbt. Oder nee, der Burgherr tot, und zwar von der Ratte. Dann soll passieren, dass... Wiederholte Invasion ausschalten, das ist schon mal wichtig. Man kann nur eine Sache machen. Wie kann ich denn das machen, dass seine ganze Stadt quasi zerfällt? Auf jeden Fall die wiederholten Invasionen ausschalten und das hier würde ich gerne machen. Gequietscht, wirkt, röchelt. Bitte nicht. Müsste eigentlich denn das ja am besten passen, ne? Okay, dann machen wir es so. Also wenn Ratte tot ist, dann kommt halt das da. Und... wenn... die Ratte tot ist, dann wiederholte Invasion ausschalten. So. Machen wir die hier übrigens... wenn ich das jetzt einen Monat verschiebe, dann ist das auch wieder doof. Nee, es kommt, ist egal. Das ist jetzt die Ratte. Das testen wir ganz kurz. Wenn es richtig funktioniert, dann wäre natürlich cool. Speichern wir ruhig hier drauf. Das ist okay. Speicher. Gehen zur Karte. Geben uns ein paar Soldaten. Die stellen wir wieder dahin. Okay, gedrückt halten kann man nicht. Schade. So, Karte speichern auf Test. Und speichern. Zack.
zu Diensten. Uns entgeht niemand. So. Schultert die Waffen. 30 Stück habe ich nur gemacht. Das ist ja lächerlich. Tja, egal. Eure Beliebtheit sinkt. Eure Beliebtheit sinkt? Wen interessiert denn das? Guck dir meine Stadt an, Mann. Ich eine bin Botschaft unbeliebt. Bald werdet ihr es bereuen, euch in Angelegenheiten eingemischt zu haben, die euch nichts angehen. Naja, nichts würde ich jetzt ja nicht sagen, ne? Du wohnst 3 Meter von mir entfernt, also geht's mich ja schon irgendwie was an. Eine Botschaft der Schlange. Ach, die waren auf Stellung halten, deswegen war das so komisch. Ganz schön ausdauernd, muss ich sagen. Vorwärts, Pikeniere. Die gehen aber trotzdem nicht hoch da, ne? Auf dem Weg. Das ist ja komisch. Was wünscht ihr? Verzeihung, Sire. Da ist doch schon wieder irgendwas verbuggt, aber wie kann eine man da... Hä? Schweiz. Meine Männer werden eure Knochen... Das ist doch total dämlich. Wieso ist das verbuggt? Aber gern. Von der Pike auf gelernt. Das Geilste ist, 30 reichen übrigens quasi gar nicht. Eure Beliebtheit sinkt. Auf dem Weg. Aber total doof, ich kann ja nicht hochgehen. Narr! Bald werdet ihr es bereuen, euch in Angelegenheiten eingemischt zu haben, die euch nichts angehen. Von der Pike auf gelernt. So, kaputt machen. Na, niederherrschen. Eine Botschaft der jetzt Schlange. Geht das. Hier schon wieder. Nee. Ganz schön ausdauernd, muss ich. Hä? Ich kann ja nicht hochgehen, aber warum? In Ordnung. Hä? Kann mir bitte erklären, was das jetzt so? Verstehe ich nicht. Meine Männer ich habe... Lol, jetzt ist das Spiel gecrashed. Hä? Okay, also, pass auf. Ich habe ein Problem. Mein Problem ist, die Sachen, die Einstellungen für die Mission selber funktionieren nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ich kann die Stadt von denen nicht zum Einstürzen bringen. Jetzt komme ich ja plötzlich nicht mehr hochgelaufen. Und ich habe das Problem, dass ich irgendwie gefühlt nicht die Sachen einstellen kann, wie bei der normalen Kampagne. Also ich kann nicht irgendwie sagen, yo, wenn ich ihn irgendwie angreife und erobert habe, dann stürzt halt seine restliche Stadt ein, weil er halt besiegt ist. Und, ach, ich weiß nicht, irgendwie komisch. Hm. Ich meine, wir starten das natürlich jetzt nochmal neu, aber irgendwie trotzdem belastend. Da bin ich ja eher... Jetzt hab ich auf Nein gedrückt, lol. Trotzdem irgendwie nervig, oder? Ist voll schade eigentlich, dass das nicht so richtig funktioniert alles. Seid gegrüßt, Sire. Vor allem, wieso konnte ich jetzt wieder nicht da hochlaufen? Euch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso konnte ich denn da jetzt nicht hochlaufen? Und laden. Da hat sich doch jetzt gar nichts geändert. Gerade eben konnte ich noch da hochgehen. Oder liegt das irgendwie wieder an irgendwelchen Toren, so die daneben sind? Weil das macht für mich keinen Sinn. Da ist Eingang. Ich bin beim Eingang. Ich komme nicht hoch. Hä? Na gut, dann testen wir es einfach mal anders. Dann machen wir es so. Wir nutzen, Pikeniere sind aber eigentlich schon die besten, wenn ich ehrlich bin. Na gut, dann machen wir ein paar mehr als 30. Die Masse macht's schon, ne? Aber trotzdem, jetzt mal ganz im Ernst, wieso konnten die jetzt nicht da hochlaufen? So, jetzt gehen sie nach links und dann nach oben. Eure Lordschaft. Ist ja interessant, da gehen immer 13 Stücke und dann gehen sie zum nächsten Punkt. Ist ja witzig gemacht. Na gut, Karte speichern, auf Test. Und speichern. Zurück, Invasion, Test. Einmal rein. Zu Diensten. 68. Schultert die Waffen. Vorwärts, Pikeniere. Dann gibt's ja doch ein Limit. Uns entgeht niemand. Deswegen kommt die Invasion auch nicht rein. Deswegen haben die mich auch nicht angegriffen, als ich die eingestellt hatte. Weil die keinen Platz dafür hatten. Oh. Ja, okay, ich bin ehrlich. Das... Ich teste jetzt noch diesen einen Angriff und dann habe ich eine Idee, was ich mache.
Auch wenn die vielleicht nicht zu 100% zufriedenstellend ist, aber... Was? Eine Botschaft der Ratte? Ja. Nein! Bald werdet ihr es bereuen, euch in Angelegenheiten eingemischt zu haben, die euch nichts angehen. Macht gut. Auf dem Weg. Jetzt kann ich wieder hochgehen. Jetzt wieder nicht. Versteht ihr das? Ich konnte gerade dahin fliegen. Hier schon wieder. Ganz schön ausdauernd, muss ich sagen. Ne, guck mal, jetzt gehen die nur... Die gehen nicht hoch. Vorwärts, Pikiniere. Aber warum? Auf dem Weg. Aber gern. Hi. Verzeihung, Sire. In Ordnung, zu Diensten. Verstehe ich nicht. Eine Botschaft des Schweins. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Hi. In Ordnung. Vorwärts, Pikiniere. Wir haben ihn doch schon mal besiegt. Wieso geht es denn jetzt nicht mehr? Eure Lordschaft. Eine Botschaft des Wolfs. Wir erreichen eure ewigen Einmischung. Jetzt geht das wieder. Diesmal werdet ihr sterben. Auf dem Weg. Hä? Die Burg gehört uns, my Lord. Das verstehe ich nicht. Bin ich ehrlich? Das verstehe ich nicht. Ihr... Das raff ich nicht. Null. Und klar. Also ich denke mal, das Problem wird wahrscheinlich sein, dass die, dass das Spiel nicht auf die Masse der Einheiten klarkommt. Oder auf die generelle Masse von allem hier. Und deswegen einfach nichts funktioniert. Aber das finde ich irgendwie echt belastend, weil das Ganze jetzt darauf ausgelegt ist, dass das eigentlich so funktionieren soll. Scheiße. Das ist... Im Endeffekt sind wir gerade besiegt von Limits. Boah, das ärgert mich ein bisschen. Weil eigentlich finde ich die Karte, so wie sie ist, echt extrem cool, aber... Auch vom Szenario her, das wäre echt cool gewesen. Ich finde, gut, wir könnten natürlich jetzt die Einheiten weniger machen, überall, ne? Das geht aber auch nicht, weil die KIs ja nicht leben, sondern die sind ja nur da. Das heißt also, im Endeffekt kannst du die halt nicht auf sich alleine stehen lassen, weil die halt nur die Truppen besitzen, die sie halt da stehen haben. Was halt ein bisschen schade ist. Ich hätte ihnen eigentlich quasi nur einen Hauch von Truppen gegeben, dafür aber halt lebende KIs dahingestellt. Das geht bestimmt in irgendwelchen zukünftigen Spielen davon. Ich hoffe sogar in Crusader. Aber ohne diese Funktion hast du halt tote KIs und die tun halt nichts. Und da musst du halt damit rechnen, dass du die halt dann auch erstmal vollballern musst, weil die sonst halt einfach zu schwach sind. Weil, ganz ehrlich, selbst die Ratte, die sind, ist ja mit 50 Pikinieren hier easy überrennbar. Deswegen, ich gebe ja schon extra viele Truppen, damit das wenigstens irgendwie Sinn macht, aber ansonsten ist da nicht viel dran. Ich würde die Karte wirklich zu 100% gerne spielen oder testen und auch irgendwie vielleicht veröffentlichen und so, aber ihr seht ja selber, das ist ja schade irgendwie. Ich meine, veröffentlichen kann man bestimmt noch irgendwie gucken, ob ich das irgendwie machen kann, aber bin ehrlich, das macht für mich jetzt keinen Sinn, da weiter die ganzen Ereignisse einzustellen, wenn die Invasion ja offensichtlich eh nicht kommen können, weil es dafür zu wenig Truppenplatz gibt und ich prinzipiell gesehen eigentlich erstmal die Ratte töten muss, um überhaupt genug Einheitenplatz zu haben, um mich dann vernünftig gegen die Invasion zu verteidigen. Und dann ist schon wieder Einheitenplatz voll, also durch Limits besiegt, das ist so ärgerlich, weil die so cool ist. Aber dann machen wir es ganz einfach, dann habe ich eine Lösung. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Wir beenden die Karte hier. Ihr habt sie jetzt ja gesehen. Diese wunderschöne Karte mit 4 KIs. So würde ich eine bauen, wenn ich komplett übertreiben würde. Und, was wir jetzt tun ist, wir bauen keine neue Karte mehr. In diesem Spiel. Sondern wechseln zu Stronghold Crusader. Spielen da dann die ganzen Kreuzzüge, das sind 80 Missionen, spielen danach die Kampagnen oder vielleicht auch irgendwie davor, ich muss gucken, wie rum ich das mache, das weiß ich selber noch nicht genau und wahrscheinlich kommen aber die Kreuzzüge zuerst und dann werde ich, nachdem das alles abgeschlossen ist, die Szenarien wieder selber bauen oder zumindest versuchen und da dann gucken, ob ich da irgendwas Schönes hinkriege, weil es ist ja echt belastend, wenn das so stehen lassen, aber ganz ehrlich, ich muss zugeben, in einem Punkt kann ich die Kartenbauer zumindest nachvollziehen. Und das ist, dass das Ganze ganz schön beschissen gemacht ist. Ich denke mal, wenn wir so eine einzelne Karte bauen, wo wir nur ein einziges Schloss oder eine Burg oder sowas bauen und die halt zum Verteidigen oder Angreifen nutzen, so wie die halt auch hier gemacht sind teilweise, dann kriegen wir sie, bin ich safe der Meinung,
deutlich besser hin als viele Burgen, die hier stehen. Ganz ehrlich. Und die können auch vernünftiger testen dann. Rein optisch finde ich meine Karte ja auch geil, aber wir sind halt durchs Einheiten- und Gebäudelimit echt dann besiegt worden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und die Aktionen, die man einstellen kann, diese Ereignisse, die sind halt auch nicht zu 100% ausgereift irgendwie. Da fehlen mir viele Optionen oder viele Feinheiten, die man einstellen kann. Naja gut, damit lassen wir es auf jeden Fall stehen. Damit wäre Stronghold auf jeden Fall komplett final und fertig abgeschlossen. Wichtige Information aber noch ganz kurz zu Stronghold Crusader. Ich habe da schon seit locker Januar etwas Großes geplant. Und das Ganze ist auch mit einem gigantischen Zeitaufwand verbunden. Und da weiß ich nicht genau, wie ich das jetzt hinkriege, während diese ganzen Folgen hier alle durchgelaufen sind von dem Karteneditor. Weil ich nehme jetzt ja gerade die letzte Folge auf am 28.05. Die ganzen davor, die Folgen davor, die ich hier vorher aufgenommen hatte für dieses Spiel hier, sind alle schon ein bisschen länger her. Aber was halt wichtig, ich meine, ich kann es sogar eben nachgucken. Müsste eigentlich sogar dabei stehen. 17.04. Siehst du, das ist schon knapp über einen Monat her. Deswegen sage ich ja, da ist halt das Problem. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau alles mit den Folgen gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau alles aussieht mit, wie weit ich jetzt noch genau in der nächsten Woche komme mit den ganzen geplanten Sachen. Bedeutet für euch, dass die Folge, die jetzt draußen ist, auf jeden Fall die letzte von Stronghold ist. Es aber sein kann, dann werde ich wahrscheinlich auch mit einem Kommentar hier anpinnen, unten in den Kommentaren, dass das nächste Projekt noch nicht so weit fertig ist, dass ich es veröffentlichen kann. Ich gehe aber mal davon aus, dass ich das doch hinkriege. Ich weiß es aber nicht zu 100%. Weil wie gesagt, es wird jetzt alles in den nächsten paar Tagen und im kompletten Juni und Juli sitze ich da auf jeden Fall noch sehr stark dran, den ganzen Kram da alles zu machen. Mit einem, wie gesagt, gigantischen Zeitaufwand. Mal sehen, wie es alles wird. Aber nur, damit du Bescheid wirst, Stronghold Crusader startet natürlich, logischerweise. Aber wann das genau ist, ob das jetzt direkt ab morgen ist oder vielleicht auch erst irgendwie ab nächste Woche oder in einem Monat, das weiß ich nicht genau. Das hängt davon ab, wie das mit der ganzen Vorbereitung läuft. Gut, damit würde ich sagen, sind wir fertig mit Stronghold. Bewertung habe ich ja schon gegeben zum Spiel, das war jetzt nur noch der Karteneditor. Und wir werden das letzte Mal dieses schöne Spiel beenden, bis in, keine Ahnung, 5 oder 10 Jahren, wenn ich mir denke, boah, lass mal nochmal die Kampagne durchspielen. Was ich safe nicht machen werde, ist die Wirtschaftskampagne und die ganzen anderen Scheißdinger da. Vielleicht die ein oder andere Invasion. Aber die ganzen anderen Kackdinger, gerade so Belagerungen und so ein Scheiß, lassen wir alle weg. Gut, dann sehen wir uns in Crusader wieder. Ciao.